Jo Freunde, ich bin wieder zurück. Das Video mit dem Hinweis war, ist ja, wird gerade hochgeladen. Und ich habe ja auch vielleicht gesagt, kein zweites Video kommt, aber es wird jetzt hochgeladen, es wurde nicht automatisch gelöscht. Deswegen kommt jetzt noch ein zweites Video bei Clash of Clans. Es ist aber noch ärgerlich, dass ich mehr als 20 Minuten für diese beiden Mister-Videos gebraucht habe. Und einfach da ist einfach kaputt. Ja, und das nehme ich wieder mit Bobizen. Das nehme ich wieder auf. Habe ich auch mit Bobizen aufgenommen. Ja klar. Aber das hier Video sollte jetzt eigentlich auch klappen. Wenn das geklappt hat, dann klappt natürlich das hier vielleicht auch. Ich hoffe. Und ja. Jetzt. Also ich mache keinen Angriff für heute, weil ich will ich euch meine ganze Forschung zeigen, die ich heute habe. Und fangen wir mal direkt mit den Barbaren an. Die Barbaren in Level 5 kosten mindestens jetzt 150. Und jetzt sage ich auch noch mal ein Fakt über Clash of Clans und über den Account von mir. Ich hatte mal Clash of Clans auf dem Handy. Das ist jetzt anders. Ich hatte mal einen anderen Account, da war ich Piratas Level 7 und dann ging ich eines Tages mal wieder dann ging ich mal wieder in Clash of Clans rein, da war mein ganzer Account weg und ich war wieder am Anfang vom Rathaus und alles. So, das war mein Fakt. So, der Barbar kostet 150, der ist Level 5. Oh nein, ich will keine Barbaren bauen. Er macht Schaden pro Sekunde ist 23, Trefferpunkte sind 95 und Ausbildungskosten habe ich schon gesagt. Das Ziel ist egal, Schadensart, Einzelziel, Ziele, Boden, Wohnraum, ein, ist ja alles Geschwindigkeit, 16, Ausbildungsdauer und sowas. Hier sind die Bogenschützen, die sind Level 5, die machen 20 Schaden, fast so viel wie die Barbaren. Sie haben 40 Trefferpunkte. Ihr Ziel ist egal, Schadensart ist auch ein Ziel und so weiter. Das sind Boden und Luft. Kommen wir mal direkt zu den Riesen. Die sind nämlich auch Level 5. Die machen Schaden pro Sekunde 31. Ist gar nicht so viel Unterschied zwischen den Barbaren und den Bogenschützen. Bogis. Trefferpunkte sind 670. Das ist ein ganz schöner Unterschied zwischen den beiden. Ausbildungskosten sind 2250 Elixier. Und der Rest könnt ihr ja kurz selber lesen. Dann kommen wir zu den Kobolden. Die sind Level 4. Also die Kobolde sind Level 4. Sie machen 24 Schaden pro Sekunde. Trefferpunkte sind 43. Hä? Machen mehr Trefferpunkte als Bogi und Barbari, oder? Weiß ich nicht mehr. Ressourcenschaden machen sie zweimal. Also 48. Schaden ist einzelnes hier und das könnt ihr auch alles lesen. Und die Geschwindigkeit, die ist schnell. 32. Kommen wir zu den Mauerbrecher. Die sind auch Level 4. Schaden pro Sekunde ist 32. Trefferpunkte 35. Ausbildungskosten 2500. Elixier. Mauernschaden mal 40. Könnt ihr alles nochmal gucken. Dann kommen wir mal zu den Ballon, der Ballon da, Digga, da, ich weiß nicht mehr, wie die das so richtig ausgeführt. Früher habe ich die oft benutzt, weil im Krieg, da war ich auch in ganz anderen Clan, da heißt, der Clan heißt irgendwie, weiß ich nicht mehr, weil ich ist ganz anders und da habe ich im Krieg, die hat halt keine Luftabwehr, also wir hatten eine Luftabwehr, da habe ich einfach mit Ballon so alle kaputt gemacht und immer 3 Sterne, nicht immer. Also doch immer, und wenn ich dann meine Luftabwehr hatte, dann habe ich die einfach zerstört. Ups. Und dann
dann kommen wir Magier. Nein, ich will kein Magier bauen. Mann. Magier Level 5 macht 170 Schaden. Trefferpunkte sind 156. Ausbildungskosten 3500 und der Rest könnt ihr ablesen. Dann, wieso drücke ich ganze Zeit da drauf? Heiler ist Level 3, den benutze ich eigentlich gar nicht, aber ich habe den einfach auf Level 3. Heilung 55, Trefferpunkte 840, Ausbildungskosten 8000 Elixier und den Rest könnt ihr auch gerade lesen. Dann kommen wir zu den Drachen. Und ich zeige jetzt nur die Truppen, die ich schon habe. Zu den Drachen. Schaden, der ist Level 2, er macht Schaden pro Sekunde 160, Trefferpunkte 2000 und 100 und Ausbildungskosten 29.000, weil ich muss. Ja, das war alles. Dann kommen wir mal zu den Zauber habe ich. Blitzzauber Level 4, Wutzauber Level 4, Heilungszauber Level 4, Giftzauber Level 1. Also gar nicht gelernt. So, das war's mit dieser Folge. Ich habe Folge. Ach, nicht so richtiges. Aber ciao, bis zum nächsten Mal. 20 Abonnenten an den 2 Wochen. Mache ich jeden Tag dann 2 Videos. Tschüss.